Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Heute Wir zeige ich werden. euch, wie ihr mit Magic Deluxe so eine coole Intro-Animation machen könnt. Hierfür benötigen wir zwei Dateien. Diese habe ich wie immer mit Paint.net erzeugt. Es handelt sich hierbei einmal um so einen einfachen weißen Kreis und um eine Farbkarte in Full HD, die wir jetzt hier über unseren Kreis ziehen und damit abdecken. Beide Dateien könnt ihr euch, wenn ihr das Tutorial nachmachen wollt, wie immer bei mir runterladen. Den Link dafür findet ihr wie immer in der Beschreibung. Als erstes unsere Farbkarte anpassen. Dafür gehen wir auf Effekte, gehen auf Ansicht und Animation. Ich mache das hier mal etwas größer. So, und gehen hier auf Position und Größe. Dann setzen wir bei der ersten Position von unserem Video einen Keyframe. Gehen dann so ungefähr auf 3 Sekunden. Jawohl. Setzen hier wieder einen Keyframe und ziehen unsere Farbkarte, die jetzt als Maske dient, herunter. Bei so einer Aktion kann man natürlich rechts und links immer gehen, das wollen wir aber nicht beim Runterziehen, sondern wir wollen gerade runterziehen. Und dafür empfehle ich euch, drückt die Umschalttaste, weil jetzt seht ihr, könnt ihr hier nicht mehr variieren. Also mit gedrückter Umschalttaste das Ganze einmal unterhalb des Kreises ziehen. Darüber und darunter, und somit haben wir hier diesen Effekt, dass der Kreis hier langsam erscheint. Ja, um das Ganze etwas besser noch wirken zu lassen, gehen wir auf die Videoeffekte, gehen auf die Schärfe und setzen hier beim letzten Keyframe eine 10 bei der künstlerischen Unschärfe, gehen auf den ersten Keyframe und nehmen die wieder raus. Somit haben wir jetzt erreicht, dass das Ganze hier etwas eleganter aufgezogen wird. Hier unten sieht man es dann ein wenig, wenn man jetzt genau hinschaut, aber das fällt dann später im eigentlichen Video nicht mehr wirklich auf. Okay, wir setzen noch hier den Bezier und damit haben wir unseren Kreis animiert. Sehr gut. Als nächstes gehen wir dann so auf circa die Hälfte der Animation. Jawohl. Und fügen hier einen Titel ein. So, ich nenne das hier einmal Intro. So, dann wählen wir hier Areal Black und öffnen das Ganze hier etwas vergrößern. Sehr gut. Dann positionieren wir das so ungefähr in der Mitte. Als nächstes benötigen wir einen weiteren Titel. Hierzu wählen wir unseren vorhandenen Titel aus. Mit gedrückter Steuerung und Maustaste ziehen wir diesen nach unten, können jetzt hier oben das Nitro einmal anklicken und nach unten ziehen. Das ist jetzt unser neuer Titel und somit haben wir einen zweiten. Diesen benennen wir jetzt einmal um auf Animation. Ich gehe mal her, mache den auf 25. Passt den oben auch an, das ist auch 25, okay, sehr gut. So, ich passe den hier einmal an auf 25. Jawohl, sehr schön. Als nächstes benötigen wir wieder unsere schwarze Farbkarte. Die ziehen wir uns erneut in die Timeline.
Können wir von der Größe her anpassen. Gehen auf Effekte. Gehen auf Ansichten, Animation, Größe und Position. Und ziehen diese einmal klein. So. Dann können wir die hier etwas mehr noch anpassen. Okay. Dann müssen wir jetzt bei der Einstellung die Proportion beibehalten herausnehmen. Denn nur so können wir jetzt diese Maske dann auch in die Breite ziehen. So, mit der Maske machen wir das gleiche. Gedrückte Steuerungstaste, gedrückte Maustaste nach unten ziehen. Die Maske ist kopiert und wir ziehen diese nach oben. So, durch die beiden Masken sind jetzt jeweils unsere Titel abgedeckt. Man sieht das auch, wenn man die Maske hier etwas hochzieht. Wir müssen diese noch etwas anpassen, da sie zu groß ist, die Maske. Und wir müssen ja eines beachten, wenn jetzt die Maske nach oben geht, um diesen Titel aufzudecken, darf sie hier oben nicht den Kreis abdecken. Daher ist es hier ideal, wenn die beiden Masken eigentlich wirklich auch nur so groß sind, wie man sie wirklich benötigt. Das ist hier unten etwas schwieriger, weil wir hier unten natürlich mit dem Wort Animation eine größere Schrift haben. Aber da sieht man, das langt auch. Okay, sehr gut. Damit haben wir jetzt die Ausgangslage für unsere Animation geschaffen. Diese möchten wir so in der ungefähr in der Hälfte unseres Kreises beginnen. Dann gehen wir mit der So, an dieser Position können wir, wir stehen auf größeren Positionen, können wir hier einen Keyframe setzen. Gehen dann mit gedrückter Steuerungstaste und der Pfeiltaste nach rechts. 1, 2, nach rechts. Wir setzen hier einen neuen Keyframe und gehen jetzt hier unten an die Maske und ziehen diese nach oben. So, dann sieht man, das Ganze verläuft hier parallel. Sehr gut. Wir gehen an die Position des ersten Keyframes, gehen auf unsere zweite Maske, setzen hier einen Keyframe, dann gehen wir wieder zurück auf unsere erste Maske, gehen an die Position des zweiten Keyframes und setzen hier ebenfalls einen. Und an der Position des zweiten Keyframes machen wir das Gleiche, wir ziehen diese Maske nach unten, sodass das Wort Animation ganz erscheint. Damit haben wir jetzt alle Elemente unserer Animation fertig. Und wenn wir uns sie einmal anschauen, dann sehen wir jetzt, der Kreis beginnt aufzugehen und in der Mitte bewegt sich jetzt die Intro- und die Animationsmaske jeweils in ihre Richtung und der Titel ist damit frei. Wie ich finde, eine sehr schöne Intro-Animation, mit der man natürlich auch beliebige Intros, da man die Texte frei anpassen kann, sehr gut beginnen könnte. Ihr habt gesehen, mit einer Maske und Keyframes kann man sehr viel Animation bauen und ich werde hier auch noch weitere Animationstutorials erstellen. Daher freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und an der Stelle kann ich nur sagen, bleibt kreativ, ich bin raus und aus.